So, bin ich wieder mit Zero und einem grünen Lichtschwert. Ey, kommt ihr einfach in meinen Auftritt. So, weiter geht's. So, was ist im letzten Part passiert? Wir haben ja eine Zwischensequenz gesehen, wo der Leiter des Aufzugs, der zum Mond führt, irgendwie Kopien von Sigma erstellt hat, den hauptsächlich aus den Mega Man X-Teilen. Ne, Quatsch. Die neue Reploiden-Art kann sich in Sigma verwandeln. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Da gucken wir den ersten Part an. Ich bin wohl schlecht darin, hier so Sachen zu erklären. Aber ist das erst vor 15 Minuten passiert. Ja, mein verdammt kurzzeitig. So. Zack. Viele Punkte, viele Punkte. So, und jetzt kommt X. Sorry to keep you waiting, Zero. How you been holding up? Barely broke us away. Come on, let's go. Your turn. Oh, das stimmt. So, weiter geht's mit X. Oh, blablabla. X, can you hear me? Hui, in der Luft. Oh, das sieht geil aus. Ich habe meine Analyse der Gegner abgeschlossen, die Schutzbarrieren benutzen. Sie können normale Angriffe voll abwehren, aber du kannst ihre Barrieren überwinden. Mit dem vollgeladenen Schuss von X und dem dritten Schlag einer Kombination Zeros klappt das. Und Exe kann Barriere mit mehreren konzentrierten Schüssen überwinden. Toll, dass du uns das jetzt erst erzählst, nachdem wir schon Dutzende Gegnern mit solchen Barrieren begegnet sind. Sonst hätte ich die ganze Zeit so gestanden und dann. Aber gut, dass du es mir jetzt erzählt hast. Mein Gott. Ja, jetzt. Denkt er sich, oh nein, da kommt ein großer Schuss. Tschüss. Nein. Da schon wieder. Wer wird denn? So. Ja. Im letzten Part wollte ich nur erklären, warum ich auf schwer spiele, aber da wurde ich irgendwie von der Zeit übermannt. Deswegen erkläre ich es jetzt. Auf schwer hat man sehr viel weniger ab. Da bin ich bescheuert. Ich hab das Leben eingesammelt. Ja, jeder hat hier seinen einzigen Lebensbalken, deswegen. Ich habe auch schwer eingestellt, weil man dann, ich glaube, mehr kaufen kann und mehr Extras finden kann. Wenn man zum Beispiel auf leicht gespielt hätte, dann hätte man zwar seine maximalen HP für den Charakter, aber ich glaube, man hätte so weniger Bonus-Sachen freischalten können, aber ich bin mir nicht so sicher. Ey. Außerdem ist es auf schwer schön herausfordernd. Auf leicht würde ich hier nur durchputzen, das wäre ein bisschen langweilig. So, oh geil. So, eine Boss-Tür. X, Zero, can you hear me? That Maverick signal is getting really close now. According to my analysis, the double attack should work best on this Maverick. When the attack gauge is full, use the double attack. Ich hab's uns schon mal gesagt. Danke, dass du uns darauf hinweist. Und extra keine volle AP. Die hat er vorhin noch nicht. Das ist gut. Hi. Ich habe mal doch schon kaputt gehauen. So. Komm her! Zack. Oh, das war blöd. So, jetzt den dritten Angriff. Zack. Zack. Das sieht mehr ab. So, das ist eigentlich nur ganz einfach. Ich muss eigentlich nur hier stehen. Daher kommen machen. Zack. Zack. Mit Ex-Feld hat ein bisschen schräger. Wegen seinen aufklappbaren Angriff, weil er ein bisschen länger braucht. So. Das ist ein bisschen eintönig, ich weiß. Und jetzt zum grünen Abschluss. Ist ja noch, wie die Matrix-Anzeige vorhin grün war? Ey, ich habe ja gar keine Dings. Ey. Nee, so geht das aber nicht. Ja, ich wollte mal, wo ich Partnertausch anzeigen habe. Oh yeah. Ja, ich habe ja Düsen auch umgestellt. Na, was soll's. Machen wir so platt. Normalerweise wollte ich jetzt hier einen Teamangriff zeigen, aber das Spiel will ja nicht, wie ich will. Ja, also Edelstein, so einen wollte ich haben. Wenn man jetzt von hinten angreift, dann bekommt man so welche. Aber ich habe gesehen, meine Anzeige ist gar nicht voll. Was soll das? Oh, jetzt ist es bestimmt voll. No!
Wer war das? Oh, nice, das ist Boba Fett. He used to be a Class A hunter, but now he's our sworn enemy. He's a maverick and a wanted criminal. I'd love to stay and play, boys, but I'm afraid I have too much work to do. Oh, er hat ihn, sie entführt. Lumine? That's right. The orbital elevator is under our control now. Just what do you plan to do? It begins now, X. A new world will be born. Fun Fact. Weil basiert wirklich auf Boba Fett und in der japanischen Version heißt er sogar Baba. Was glaube ich so ausgesprochen Baba ist. So, und wir haben einen. Ah, natürlich. Ja, was denkst du denn? Lumine, the director of the facility. If that's the case, then the ultimate goal must be control of the orbital elevator. Mm-hmm. I don't know what the deal is. But Vile kept talking about some new world beginning. They must be up to something. Oh! Huh? Oh mein Gott, sie ist erschreckt, bevor überhaupt das Signal kam. Was ist los? Oh nein! Wir haben eine Auswahl. Nein, wir können es mit verschiedenen Gegnern in der in geübter Mega Man Tradition wählen. Ja, alles was wir jetzt machen müssen, ist uns einen von diesen aussuchen, die Level von dem machen und den Maverick am Ende platt machen. Dann bekommen wir neue Waffen und dann gehen wir in die nächste Level. Und das machen wir so lange, bis wir zu den letzten Leveln kommen, die uns dann richtig in den Hintern treten. Ja, und bevor wir das machen, drücken wir Select und shoppen. So, und als erstes machen wir Chip-Entwicklung, das ist sozusagen der Shop. So, hier können wir zum Beispiel Lebenstränke oder so kaufen, die wir mitnehmen können, mit dem wir uns dann in den Leveln heilen können. Wir können aber auch hier so Neuversuchschips kaufen. Wir haben, glaube ich, nur auf dem schweren Schwierigkeitsgrad 3 Stück. Die müssen wir immer wieder neu kaufen. Auch vielleicht hat man, glaube ich, unendlich nur auf normal hat man 5. Ja, die muss man natürlich auch neu kaufen. Das sind sozusagen die Leben, die Continuous. Ja, Waffentrank ist ja gleich wie Lebenstrank mit Waffen. Dornbarriere. Trittst du auf Dorn, erzeugt dieses Objekt eine Barriere, die dich nur einmal schützt. Ja, für so einen Mist möchte ich aber jetzt noch nicht das Geld ausgeben. Später gibt es auch einen richtig guten Trick, wie man an Geld kommt. Aber das zeige ich euch dann auch, wenn wir da sind. Ne, Quatsch, kann ich ja gleich direkt zeigen. So, hier können wir natürlich unsere Charaktere einzeln aufballern, Leben erhöhen, Schnellerholung, was war das? Achso, das ist, wenn man seinen Charakter wechselt, wenn man den Charakter auswechselt, der Schaden genommen hat. Wieder heilt sich dann immer Schritt für Schritt und das ist dann dafür da, um das noch zu beschleunigen. Dornläufer, wenn die noch rutscht. So, das ist alles noch leider zu teuer, deswegen muss ich es schaffen, so durch die Level zu kommen. Ich würde sagen, wir fangen schon mal die erste Level an. Und zwar, ich habe mir noch gar keinen Plan gemacht, in welcher Reihenfolge ich hier alles durchgehe. Spontan würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen diese eher, weil diese Level ist die einfachste. Das Metallteil, beende den Aufstand der Reploiden in der Metallmine. Dazu wählen wir uns jetzt immer 2 von 3 Charakteren aus und die können wir dann mitten in der Level wechseln. Also im Gegensatz zum ersten Level haben wir jetzt nicht immer 3, sondern nur 2. Also das war jetzt nur so ein Tutorial, so um anzuzeigen, was jeder Charakter drauf hat und so. Jetzt müssen wir immer zwischen 2 Charakteren wechseln. Und ich überlege gerade. Ich glaube, wir nehmen
Zero und 9. Ich würde sogar fast sagen Axel und X. Let me introduce your new navigators. Nice to meet you, Hunters. My name is Lair. My specialty is analyzing enemy abilities. I hope I can be of use. Hi, I'm Palette. I'm good at analyzing routes through stages. I don't suppose I need to say it, but I, Aelia, will also assist in navigation. Before you head into battle, be sure to choose a navigator to assist you. Of course, if you're feeling confident, you can always choose to go it solo. Ja, wir haben auch die Auswahl zwischen drei Navigatoren. Wie gesagt, spezialisiert in der Bossanalyse, kennt sich im Layout, Level und den Bossmethoden aus und kann Wege analysieren und verborgene Wege finden. Da ich aber schon fast alles über dieses Spiel weiß, ist es relativ egal, wen ich nehme. Aber keine Ahnung. Wir nehmen Palette. Wegen geheime Wege und so. Und wir sehen unseren ersten Boss. Das war hier. Hoho! Adrock Trilobite. So. The ore mine here is used extensively in the Jacob Project. You have to put down the rebellion immediately or risk the project. Okay. Aber vorher müssen wir rennen. Vor diesem Typen. Ich glaube, der Typ kann uns eigentlich nie einholen, oder? Okay, vielleicht doch. Ich meinte aber, der Typ... Ah! Nein! Was ist das denn? Nein! Boah, ich könnte jetzt sowas von heulen. Ich würde vielleicht mal zu X wechseln. Boah, das ist so ungewohnt, hier auf L1 zu düsen. Ich hätte doch auf Kreis lassen sollen. Ich habe mir erst gedacht, es wird viel praktischer, aber nee. Oh Mann. Oh nein. Geh weg, geh weg. Nein, ich will das doch nicht. So, wisst ihr was, wir machen jetzt erstmal Rage Quit. So. Bam. Boah, bin ich schlecht, ne? Nee, das war natürlich voller Absicht. Also wer das nicht gesehen hat, ne? Ja, wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Bock für sowas, einen Neuversuch Chip zu verballern, deswegen. Ja, okay. Ja, drück mir doch eins rein. Okay, dann applaudiert erstmal für mich. Ich beende mit diesem Fail den zweiten Part und im dritten Part dann geht's dann auch wirklich mit den Leveln los. Ne? Okay. Dann sehen wir uns im dritten Part hier in dieser Level. Danke fürs Zuschauen und...